Hallo zusammen, herzlich willkommen zur ersten Folge im Zeitangriffspack. Wir haben ja letzte Folge des Festungspack abgeschlossen. Ja, das hatte hier jemand nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich gar nicht, das habe ich völlig verdrängt gehabt. Schon zu lange her irgendwie oder so. Keine Ahnung. Aber naja, dann können wir uns mit voller Motivation ins neue Pack stürzen hier. Und ich muss mich so schnell wie möglich zum Ausgang begeben. Achso, ja. Wo ist der Ausgang? Das ist eine gute Frage. Das werden wir wohl sehen. Gib dich so schnell wie möglich zum Ausgang. Du kannst mehrere Wege wählen. Und los. Und los. Ah, da ist der Ausgang. Okay. Ach da. Jetzt sehe ich ihn. Achso. Ah, ich sehe gerade, ich habe... Ah, okay. Die Minen explodieren also direkt. Das ist... Und geben 5 Sekunden Strafe. Das ist ja fies, dass die direkt explodieren. Hast du unbegrenzt Jetpack? Ja, wahrscheinlich. Hui, na gut, dann müssen wir hier durchwaschen. Ja, das wird natürlich jetzt geil hier mit den ganzen Minen. Da müsstest du was kommen. Ja. Aua, scheiße. Verdammt. Aber gut, aber ich kann von hier weitermachen. Und dann hier zum Ausgang. Naja. Okay. Neue Zeit, Zeitaufrüstung 1, Zeit 39 Sekunden. So muss es sein. Schadensstrafe okay. 10 Sekunden. Ah, da kann man auch gleich in den besten Listen nachgucken. Was ist denn da? Guck mal doch mal. Ja, 8 Sekunden hat der Roger geschafft. Was? Ja, okay. Gut, gut zu wissen. Ja, na, was gibt's denn noch? Wurmhelden? Ich glaube, das sind die anderen Level, da solltest du vielleicht noch nicht nachgucken, oder? Ja, egal. Ja, machen wir gleich mal weiter. Super, ja. Das ist ja geil. Das könnte man in einer Folge schaffen, theoretisch. Ich muss alle Kisten einsammeln. So schnell du kannst. Es wird Zeit, das Seil herauszuholen. Hallo? Oh, jetzt. Yeah. Jetzt. Also, damit kannst du ja immerhin umgehen. Ja. Zur zweiten nach unten kommst du auch mit dem Ninja-Seil, oder? Ja. Juhu. So, jetzt wird geschwungen. Tada! Wunderschön, ja. Oh! Nein, verdammt. So, da wollte ich gar nicht hin hier oben. Ich wollte noch viel höher, genau da wollte ich hin. Oh, das wird aber echt tricky hier mit den ganzen... Sonnenlichkeiten. Viel, viel weiter. So. Huhu! Alter, das sind aber viele Kisten. Ja. Du hast hier eine da, du vergisst da unten eine, oder? Ja, da ist eine noch, das stimmt. Obwohl, du kannst auch. Du musst, ist wahrscheinlich zu Ende, es gibt ja keinen Ausgang hier mehr vorbei, wahrscheinlich. Ja, ich muss einfach alle einsammeln und dann ist es vorbei. So, hier unten ist gar keine mehr, ne? Das heißt, ich muss nur noch die eine da einsammeln. Ja. Also, und wenn jetzt unter dem Timer eine wäre, dann mies. Ist aber nicht, der Timer ist gerade kurz nach unten. Ja. Yeah. Nein! Oh, scheiße. So, geschafft. Moin. Und nochmal eingestöpselt. So, ich habe Schadenstrafe von 5 Sekunden gekriegt. Naja, was sagt ihr die besten Liste? 17 Sekunden. Ey, du hast, glaube ich, fast eine Minute gebraucht, ne? Ja, über eine Minute. Ja gut, ne, die ganzen Freaks, die das hier ständig machen, die haben... Ja klar, die werden das so 1000 Mal machen, bis du irgendwann so mal haben. Ja, krasser Scheiß dort. Die liegen ja echt los hier, das ist schon heftig, was die da so bringen. Meine Güte. Ah, okay. So, ja. Ich muss die Kiste... Diese Kiste weg, so schnell, diese Kisten weg, so schnell du kannst. Lass es krachen. Hallo? Ja. Ich glaube, du musst die alle hochjagen, kann das sein? Da müsst ihr... Ich weiß es nicht, oder ich muss sie einfach einsammeln. Ja, wenn er sich jetzt sagt, dass es krachen, klingt das eher danach, als ob es zu schnell ist. Eigentlich ja, ne? Aber egal, wir lassen es so anders. Das sieht gut aus nach einer schnellen Taktik. Aha. Ey! Ich wollte diese fiese Kanten. Oh, diese fiese Kanten. Ah, nein! Scheiße! Scheiß Kanone. Hallo? Ist auch so. Ja, die Kanone war fies. Ja. Die hat uns jetzt wahrscheinlich insgesamt gleich 10 Strafsekunden gebracht.
Oh, und die hat jetzt auch nochmal 5 gebracht. Verdammt. Vielleicht hätte ich da doch nicht lang sollen. Ach, naja. Ich glaube, in diesem Pack kann man gar nicht scheitern. Man muss einfach... Es kommt einfach darauf an, welche Zeit man hat. Doch, da unten ist, glaube ich, ein Zeitlimit von 60 Stunden. Oder nee, 60 Minuten. Ja, okay, das wird sehr schwer. Das ist schwer zu machen. 1:02 immerhin. Und dann, naja gut, ja. 15 Sekunden Strafe noch. Diesen Zeiten sollten das in 20 Minuten schaffen. Ja. Oh, und guck mal, diesmal sind wir gar nicht so schlecht. Die anderen haben, der Beste hat nämlich auch 31 Sekunden gebraucht. Ist gar nicht so schlecht. Das heißt, da sind wir diesmal nur doppelt so schlecht etwa. Sonst geht's sogar. Oh, mit dem Ninja seid zum Ausgang und los. Achso, ja, hab ich wieder vor den Sinn, aber ist ja auch egal. Ja, egal. Hört mal eine andere Stimme. Bei dir ist... Oh. Nein, nicht schießen. Aua! Aua! Wie gemein. Diese fiese Kanone. So, zack, runtergeschwungen. Hui, ouch. Ach, verdammt. Ich verkack's ein bisschen gerade hier. Oh, das geht schon. Oh, naja, das war jetzt nicht so besonders. Diese scheiß Kanone macht mich aber voll fertig. Alter. Hat's auf dich abgesehen. Ja, aber voll. Dreiste Kanone. So. Jetzt krabbeln wir einfach hier hoch. Ist auch egal. Tada! Ja, 35 Sekunden haben wir Zeitstrafe gekriegt. Ich glaube, hier war der Schritt in 6 Sekunden. Wie geht das denn bitte? Wie kann man sich in 6 Sekunden hier durchschwingen? Das ist ja schon ein Kunststück sondergleichen. Geht ja gar nicht. So, ich muss 3 Runden abschließen, so schnell wie möglich. Okay. Okay, so, das heißt... Ach, verdammt, da war eine Mine. Du musst jetzt Mario Kart Musik einspielen. Ja, das wäre cool, genau. So ein bisschen Mario Kart Musik. Aber darf ich die einspielen? Das ist geil. Die könnte man aufnehmen. So Beverly Hills Cop würde auch sehr gut passen, finde ich. So, jetzt kommt das Fiese hier, diese Kanone. Alter, scheiße, Junge. Lässt dich sogar an der Wand hängen für kurze Zeit. Oh, so eine fiese Kanone. So, das ist asozial. So, geschafft. Ja, Runde 1 geschafft. Cool. Zweite. Na, die Helden schaffen das wahrscheinlich auch hier in... Pro Runde 15 Sekunden oder so. Ach, 5 Sekunden pro Runde. Ja, genau. Das ist eigentlich unmöglich, aber naja, wer weiß. Alex. Weil viel schneller ist das Checkback ja auch gar nicht. Ja, das stimmt. Oh, jetzt war er hier. Jetzt komme ich aber schon hier langsam auf Tempo. Boah. Jetzt werden hier die Speedrun-Tech akzeptieren oder was? Oh, scheiße. Nein. Verdammt. Ja. Ich hab die nach Links-Taste nicht losgelassen. Oh, das war so eine schöne, schnelle Runde bis hierhin. Ah, hab ich verkackt. Kriegt sich die voll aus. So, Runde 2 geschafft. 1:25. Jetzt kommt die letzte. Da werde ich jetzt nochmal alles geben. Hier, da geht's nochmal mit Vollgas. Rum. Scheiße. Verdammt. Schon wieder 5 Sekunden Strafe. Also, ich bin nicht sonderlich gut hier gerade, ne? Ich komme hier zwar jetzt an den hier vorbei, aber naja. Was? Nein! Wieso bin ich da nicht runtergeflogen? Oh, und wieso bin ich da in die Mine geflogen? Ach, kacke. 5 Sekunden Strafe. Ich glaube, das mit dem Zeitangriff ist doch ein interessantes Package. Ja, doch, doch. Aber es könnte sein, dass wir das innerhalb von 2 Folgen durch haben. Ja, das stimmt. Geschafft, 1:59:20 und nochmal 30 Sekunden Strafe drauf. Ja, geil. Ja, 41 Sekunden, ist klar.
Wie soll man das geschafft haben? Ich meine, man schafft die Runde auch nicht in 15 Sekunden oder in unter 15 Sekunden. Das geht doch gar nicht. Ah, egal. Tja, so, jetzt schon wieder drei Runden. Ah, aber diesmal mit dem Ninja-Seil. Aha. Und diesmal keine Minen im Weg. Oh, verdammt. Zip. Flup. Ja. Oh, und schwingen. Ja, also mit dem Ninja-Seil komme ich ja doch ganz gut klar. Interessant, dass es sowas nicht für zwei Spieler gibt. Ja, das müsste eigentlich für zwei Spieler. Na gut, man kann sich ja natürlich so direkt battlen, sage ich mal, indem man jetzt sagt. Ja, das stimmt natürlich. Oh, Mist. Oh, jetzt komme ich hier schon richtig flott durch. Hui, hui, und schwinge. Schwingwürmchen, schwing. Letzte Runde. Ja, also die Welt ist auch sehr schön hier. Ja. Boah, bis hier unten schwinge ich mich echt schon richtig flott durch jetzt. Toin. Toin, 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 toin. Und die letzte. Und yay, geschafft. 1,41. Also das war jetzt nicht so wahnsinnig schlecht. Jetzt kommen hier welche mit 31 Sekunden. Hier sicher. Ja, also wir sind sicherlich. Wir sind sicherlich gut dabei oder so, ne? Ja, auf jeden Fall. 1,41, meine Güte, zu 31 Sekunden. Gibt's ja nicht. Ja, aber ich glaube echt, wir sind in zwei Folgen wahrscheinlich durch hier mit. Gibt's ja gar nicht. Wir sind jetzt schon bei Mission 8. So, so schnell wie möglich zum Ausgang. Was für ein Ausgang? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ganz unten rechts. Ach, ganz unten rechts. Unterm Zeit. Ah, okay. Ah ja, genau, stimmt sie. Ah, ich will ja auch zumindest hier ein bisschen was schaffen. Ich will ja auch eine gute Zeit hier erledigen und nicht hier. Oh, jetzt wird es natürlich ganz tricky. Ja, das war klar. Ja, aber die Mine, ich weiß auch nicht, wie man die hätte umgehen können. Ja, Kugelausweicher, aha, okay, immerhin eine Errungenschaft. Wissen wir es, wie sieht's hier aus? 8 Sekunden, ja, war ich dicht dran. Ja! Ja, auf jeden Fall. Aber der Rest hat auch alles nur 12 geschafft. Also mit 8 hier, das war echt schon. Der muss schon irgendein Cheat oder so sich eingebaut haben. Ja, das glaube ich auch. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Ja, 39 Sekunden ist jetzt natürlich nicht so das Highlight. Und die Seilkünste wieder. Ab zum Ausgang. Okay. Okay, gucken wir mal, wie schnell wir sind. So. Oh, da wollte ich gar nicht hin. So, jetzt hier rüber schwingen. Da gibt es auch irgendwelche Meister, die das wahrscheinlich in 10 Sekunden schaffen oder so. So, da muss ich hin, ne? Da muss ich runter. Einfach runterfallen. Ich hätte hier da einfach fallen lassen. Ja, wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Ja, hätte sich nur am Ende fangen müssen. Und ja, geschafft. 37 Sekunden. So, diesmal aber hier, ne? Ja, sind noch 6 Sekunden. Gut dabei. Meine Güte, ja, die haben. Aber wobei ich bei der Mission glaube, dass es sogar mit, wenn man wirklich gut ist, schaffen kann. Ja, da kann man auf die 10 Sekunden oder so kommen. Ne? Aber 6 ist unrealistisch. Bin mal gespannt, was sind das hier? Rangsüchtige? Ausgeteilter Schaden? Kisten? Aha. Aber da haben sie alle 0. Bestenlisten Festung. Aha, okay. Vor allem Platzierung 13.225. Worum geht's da? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bazookas und Granaten. Zeitangriff Mission 8. Das. Ach, hier sehen wir auch meine Platzierung.
bin auf Rang 1886 mit meinen 42 Sekunden. Ja, der A-Crip ist auf Rang 2. Ja, gut. Naja, ist ja immerhin nicht, nicht so schlecht, ne? 1800. Gut, da können wir also auch gucken, welche Platz wir sind. Die Kisten sind im Weg. Ich sammle sie so schnell wie möglich ein. Okay. So. Wir sollten erstmal natürlich hier uns eine gute Reihenfolge überlegen für die Kisten. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir die hier erstmal erledigen alle. Dann die hier. Dann die hier drüben. Das ist sehr schwierig. Welche Reihenfolge fliege ich die am besten alle ab? Aber ich glaube, ich habe da schon ganz guten Weg hier gefunden. Ja, das sieht ganz gut aus. Und noch keine Mine erwischt. Das ist ja auch schon mal schön. Nein! Ah, hier mal. So, und zwei noch. Fließen die dann die Kisten weg. Mit dem Weg. Das hier ist keine Zeitstrafe. Ja, zum ersten Mal irgendwie. Und ne, also viel, viel schneller kann man das ja nicht schaffen. Also 35 Sekunden, da bin ich schon ganz gut dabei. Ja, ja, das ist sogar eine realistische Zeit, wenn man bedenkt, dass du halt... Ja. Ich bin trotzdem nur auf Rang 2065. Ja, ne? Halt einer Millisekunde da. Ja, da kann man schon viel Plätze Unterschied machen. Ne? Schade. Ja. Man kann ja das Ganze auch nochmal irgendwann versuchen, hier auch zu schaffen, dass man in den Top 1000 kommt oder so. Ja, genau. Das ist so ein Let's Get into Top 1000. Also. Ja, genau. Dann wird das Ganze nochmal hier dann ein bisschen besser gemacht. Ein bisschen auf. Hui, auf Zeit. Ein bisschen mehr Zeit angerichtet, als wir so machen wollten. Dann sozusagen. So. Hier gucken wir mal. Durch die erste Runde einfach mal so durchgeluppelt, durchgerutscht. Sehr schön und schwingen. Deine Leertaste ist wohl recht laut. Ach mal, ja, meine Leertaste ist recht laut, das kann sein. Oh, vor allem da ist Wasser, da wäre ich fast abgesoffen. Das ist ja ein bisschen gefährlich. Im Wasser. Das war Glück, dass es. Also doch, man kann in diesem Pack sterben. Ja, scheint so. Nein! Das ja, ja. Ja, Mission gefailed, okay. Hallo? Ja, ne? Ist so. Ja, geht schon mit los hier. Oh, Glück gehabt. Nein, was? Was ist denn hier los? Ich weiß es auch nicht. Meine Güte, was mache ich denn hier? Es sah so gut aus. Sah so ja, gut so halb aus. Die ganze Zeit schon, ne? Ja. Eigentlich bin ich hier sehr schön durchgekommen. Ah, oh, kacke. Ja, komm. Und. So. Na? Das war irgendwie klar. Oh, nie. Oh, vorhin war die erste Runde so schön. Was? Schluss. Der hat mir keinen Sound gegeben, dass ich hier die Runde überstanden habe. Aber wie gemein. Voll Mobbing. Warte mal, ich glaube. War das gerade deine zweite oder deine erste? Nee, das war die erste Runde. So, okay. Ich war gerade irritiert. So, jetzt durchschwingen. Nein! Nicht gerade gut. Hallo? Ja, wie gesagt, ne? Ich bin ja ein Meister mit dem Ninja-Seil, ne? Eigentlich. Ja, auch ein Meister im Absaufen. Ich bin ja ein Meister im Abseilen und Absaufen. Ah. Hui! Oh. Der war natürlich auch sehr schön, der Schwung. Wahrscheinlich machen das viele so, die Taktik, dass sie sich darüber schleudern, was Zeit spart. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Ja.
Einfach rüberschieben. Oh, nee. So. Nein, da wollte ich nicht hin. Nein, da wollte ich auch nicht hin. Oh, nee. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Och, wir haben noch 2 Minuten oder so. Ja, ja. Ja, also möglicherweise schaffen wir die Mission noch. Ja. Das gibt's ja nicht, ey. Das ist ja. Es gibt hier so kleine Wasserbecken und ich treffe die natürlich immer genau. Ja, die sind halt an den Punkten, wo am tiefsten. Das ist ja. So? Ja, stimmt. Das ist da, wo man immer hinrutscht, wenn man irgendwo rutscht. Das stimmt leider. So. Richtung dieser 2 Becken. Erstmal geschafft. Oho. Das war gerade so die Kante. Ganz klar, ja. Aber wir leben ja am Limit. Genau. Wir sind zwar ein paar Mal schon dabei draufgegangen, aber ne, wen stört's? Man muss es ja riskieren. Oh. War auch knapp. So, hier, wir wollen mit Trollgas hier nach Rügen, genau, und dann geht das auch. So, Runde 3 von 3. Jetzt gibt's Vollgas. Nein! Nein, 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 nein. Oh, bin ich froh. Gerade so. Ja. Ganz knapp. Hat da auch schon wieder in die falsche Richtung geschossen. Ja. So, und jetzt fallen wir da unten rein, gleich. Ja, genau. So, ganz lieber müssen wir nur mal sicher runtergehen. Nein, nein! Ah, ich schaff das jetzt. Auch wenn wir die Folge etwas überziehen, wäre egal. Du willst diese Mission jetzt noch in dieser Folge beenden? Ja, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen hier. War gerade auch wieder knapp. Ja. Meine Güte, ja. Die Mission ist doch nicht so schwer. Ist doch im Prinzip nur schwingen und schwingen lassen. Ja, und manchmal auch ein bisschen ertrinken. So. Hui, hui. Wir lassen das mal. ist doch schön, wir haben im Prinzip fast die Hälfte geschafft. Das heißt, genau, hätten wir das Folge geschafft, wäre es die Hälfte. Ja, genau. Nächste Folge machen wir dann die 2. Hälfte. Na, ist doch schön. Ja. Genau. Ja, naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ja, tschüss. Tschüss.